Einen wunderschönen guten Nachmittag miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren sehr, sehr kleinen Unpacking. Aber was gibt es denn Schöneres, als einen Montag die Woche mit eben einem kleinen Paketchen zu starten, auch wenn es vom großen A kommt, wo ich davon ausgehe, keine Polsterung, hoffentlich nichts beschädigt. Drückt mir den Daumen und ich weiß, was da drin ist, deswegen kein Mystery Unboxing. Und zwar habe ich mir gedacht, so, ich könnte mal wieder eine Serie vervollständigen. Nein, das ist nicht mit dem getan. Ich erwarte morgen oder übermorgen noch ein paar Paketchen, wo weitere Exemplare aus dieser Reihe drin sein sollen. Und jawohl, ich habe mir genau das gedacht. Und zwar habe ich hier die Nummer 3 der Creature Feature DVD-Serie, nicht der Blu-ray, sondern der DVD, und zwar In der Gewalt der Riesenameisen von einer Geschichte nach H.G. Wells mit Joan Collins, Robert Lansing und John David Carson. Ein herrlich gezeichnetes Cover-Artwork. Hinten verspricht es mir, ach du Schande, ja, wunderschönen Oldschool-Tierhorror der schönsten Sorte. Hier wird, denke ich, nicht viel mit CGI herumgeplempert, sondern ja, wirklich eher mehr so auf Hand gemacht, wenn es denn so sein soll. Mag sein, dass sich der gute H.G. Wells im Grabe umdreht, ob des Films, den Creature Feature Legende Bird Eye Gordon, die Rache der schwarzen Spinne, der Cross, aus seiner Kurzgeschichte gemacht hat. Ach ja, Grüße an Gott. Und da geht auch gleich meine Uhr, mein Uni. E-Mail-Postfach an, wenn es das liest. Das rotiert anscheinend auch im Grabe. Ich bin gespannt. In der Gewalt der Riesenameisen, die Nummer 3. Und wie gesagt, da kommen jetzt demnächst noch ein paar mehr. Nur was ganz Kurzes jetzt, also ein bisschen zum Warmwerden für die Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis die Tage.